Hallo Freunde und willkommen in diesem Video mit einem Lösungsansatz. Mal wieder, beziehungsweise hatte ich das Problem, dass meine Windows-Suche urplötzlich nicht mehr funktioniert hat. Warum auch immer, weiß ich nicht, was die Ursache da ist. Was ich damit meine ist, wenn wir hier den Windows-Menü-Button anklicken oder die Windows-Taste auf unserer Tastatur drücken und hier einfach darauf losschreiben, ja, um nach einem Programm zu suchen, zu starten oder irgendwas zu suchen, sah bei mir hier so aus, ja, alles leer, da ist nichts passiert. Ziemlich komisch hier das Fenster. Nun, ich habe zwei, dreimal neu gestartet, das hat leider nichts gebracht. Und ja, nun will ich euch zeigen, wie ich das Problem gelöst habe. Und zwar, indem ich mir einmal die gute alte Systemsteuerung hier aufgerufen habe. Hier auf Indizierungsoptionen einfach draufklicken, dann auf Weiter, zack. Hier auf Problembehandlung für Suche und Indizierung einmal ausgeführt. Hier habe ich Dateien werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt. Angeklickt und nun werden jetzt die Probleme ermittelt oder auf jeden Fall versucht. Das kann ein bisschen dauern, jetzt vielleicht ein paar Sekunden. Ich hoffe, das geht jetzt hier ein bisschen schneller und dass es nicht allzu lange dauert. Und genau, dann kommt hier, ja, gefundene Probleme, halt die Meldung, falsche Berechtigung für irgendwelche, beziehungsweise für den Windows, ja, für die Windows Search Verzeichnisse. Hier ausführliche Informationen anzeigen. Und hier sehen wir, dass irgendwie eine falsche Berechtigung für den Windows Search Verzeichnis gesetzt ist. Wenn wir hier weiter runter scrollen, haben wir nochmal eine kurze Erklärung irgendwie. Und wenn wir hier auf Erkennungsdetails gehen, wird uns hier der Pfad hier angezeigt. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, genau. Und ja, habe mir den Pfad hier einfach kopiert und bin da hingegangen. Zack, fortsetzen. Das handelt sich hier um den beziehungsweise Search-Ordner hier, ja. Das finden wir unter C. Programm Data, das ist ein verstecktes Folder. Wenn wir hier so nicht finden, ja, müssen wir die versteckte Dateien anzeigen und hier genau auf dem Search Folder mit der rechten Maustaste Eigenschaften hier in den Reiter Sicherheit hier draufklicken und nun habe ich gucke noch mal ganz kurz. System ist der Besitzer, okay. Ich habe jetzt hier einfach die Berechtigung gesetzt und zwar für den Benutzer hier. Das sah so aus. Einfach Benutzer markieren, hier auf Bearbeiten, hier Benutzer und ich habe einfach dem Benutzer hier den Vollzugriff gewährt. Einfach auf Übernehmen. Mit OK bestätigen, nochmal OK, alles geschlossen hier, OK. Ja, weiter, OK, schließen, schließen. Schließen und danach hat es immer noch nicht funktioniert. Ich habe dann den Dienst hier, musste ich nochmal neu starten, einfach mal den Task Manager aufrufen und hier irgendwo genau Windows Search hier, rechte Maustaste und neu starten. Genau und dann habe ich den Windows Explorer, der war da oben, glaube ich, einmal neu gestartet auch noch. Sagt, da ist er, ja, Windows Explorer hier. Einfach nochmal neu gestartet hier. Zack.
Und schon hat es bei mir wieder funktioniert. Ja, die Suche sieht dann eben so aus wie immer. Genau, das war es im Prinzip auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch auch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat oder weitergeholfen. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.